Freunde, wir haben heute mal wieder was ganz Besonderes gefunden oder was Tolles, Neues gefunden, entdeckt, was wir euch gerne zeigen möchten. Es geht jetzt die Gartenzeit los und wir haben nach neuen Pflanztöpfen gesucht und haben dann die AirPods gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, ich kannte sie nicht. AirPods heißen sie, weil da überall so Luftlöcher drin sind und wir zeigen euch das mal ganz genau jetzt. Diese AirPods gibt es in verschiedenen Größen, von ganz klein bis natürlich auch ganz groß. Ich habe jetzt hier erstmal nur drei verschiedene Sorten, um euch die mal zu zeigen und um das selber mal auszuprobieren. Man glaubt ja immer nicht, was man so sieht in den Videos oder so. Und wenn ihr die geliefert bekommt, bekommt ihr die so als Platte geliefert. In den verschiedenen Größen sind dann hier so die Platten. Dazu bekommt ihr dann natürlich einen Boden und da das ja AirPod ist, ist auch der Boden luftig. Für die kleinen hier und für die größeren die Teile. Und dann muss man die zusammenbauen und man kriegt hier noch so ein Stäubchen dazu. Bei diesen Größen braucht man nur eine Schraube hier oben, das seht ihr jetzt gerade. Und wir zeigen euch mal, wie einfach die zusammenzumachen sind. Und man kann die auch jederzeit wieder auseinanderbauen. Wenn man jetzt umtopfen will oder sowas, machst du die Schraube auf und klappst es wieder auseinander. Was ich noch ganz toll finde, das ist alles hier recycelt, das Material. Also die verarbeiten irgendwie alte Milchflaschen zu diesen, also nicht Glasflaschen, sondern Plastikflaschen, Milchverpackungen irgendwie. Ich glaube, in Schottland wird das hergestellt, aber ich verlinke euch einfach mal das Video von der Firma, wo die verkauft werden. Die erklären das da alles nochmal und die zeigen euch da auch nochmal, wie die AirPods richtig funktionieren. Da wird nämlich den Wurzeln geholfen, dass die sich richtig toll ausbreiten können durch diese luftige Sache. Dann haben wir jetzt hier zwei verschiedene Seiten von diesen Matten. Eine Seite sind die Noppen zu und auf der anderen Seite haben die Noppen Löcher und das ist außen. Dann seht ihr, hier oben ist eine Reihe, da sind die Noppen trotzdem zu. Das ist, damit ein Wasserreservoir gebildet werden kann. Also falls da jetzt oben Wasser steht, dass sich das da ein bisschen halten kann. Und aus den anderen würde alles rauslaufen, wenn man zu viel gießt. Also man gießt dann halt auch nicht zu viel, weil das rausläuft. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das zusammengebaut wird. Diese Reihe muss dann immer oben sein und hier unten die Reihe, da seht ihr, die Noppen sind zu. Auf. So, also die geschlossenen Noppen nach innen legen, die Matte so vor sich hinpacken, den Boden nehmen. Da steht jetzt hier einmal Bottom und einmal Top drauf, dass man weiß, Top ist immer oben. Das muss also nach oben. Von diesen Reihen hier, da macht er zweite oder dritte Reihe. Ich nehme eigentlich immer die zweite Reihe. Dann klappt er das einmal von links nach rechts hier über. Dann ist hier der Boden drin. Das gleiche von rechts nach links, dann schließen sich hier diese Noppen zusammen, wird dann einfach bloß so übereinander gelegt. Zack, ist das eigentlich schon das fertig. Ist so einfach. Und dann zählt er von hier oben 1, 2, 3 Noppen und dreht dann da eine Schraube rein. Die muss gar nicht ganz reingedreht werden und schon ist der Topf fertig. Und sieht das nicht edel aus? Also ich finde die schön. Die sind ganz leicht, also wenn man jetzt einen großen Topf davon hat, hat man eben nicht so viel Gewicht da dran, was so ein Topf dann schon immer wiegen würde. Und jetzt hat man hier natürlich bei diesen kleinen, sieht man große Löcher und da muss dann erstmal ein Tongranulat eingefüllt werden. Das haben wir jetzt hier. Was heißt der Ton? Ja, Tongranulat. Da kommt erstmal eine Schicht hier unten rein, damit euch die Blumenerde oder Anzuchterde, die ihr da habt, oder eben wenn ihr größere Töpfe habt, könnt ihr ja normale Pflanzerde nehmen, damit die da nicht rausfällt. Hier unten seht ihr jetzt, die kleinen Steine fallen raus, so würde nämlich jetzt der Sand rausrieseln. Nehmt die Steine dann einfach immer, macht die oben wieder rein und dann sind die großen Steine ja unten und die kleinen Steine oben. Und dann kommt jetzt da Sand drauf, also Blumenerde, nicht Sand. Wir haben da immer noch ein bisschen Perlit jetzt mit drin als Wasserspeicher und damit die Erde nicht zu fest wird, machen wir Perlit jetzt immer mit rein. Dann habe ich, wo ich jetzt mein Bäumchen gelassen. So, und dann kann da jetzt rein, was da reingepflanzt werden soll. Und ihr seht schon, bei dem Topf hier habe ich einfach viel zu viel gegossen. Das ist einfach viel zu nass.
Dann kommt mein kleines Bäumchen jetzt hier rein, dann kommt wieder Erde dazu. Ringsrum andrücken. Und dann hat der einen viel besseren Platz in diesem Topf hier als in diesem Plastetopf. Wie gesagt, überschüssiert läuft dann raus. Das muss man jetzt vorsichtig gießen. Man lernt dann auch vorsichtiger zu gießen, weil wenn man zu viel hat, läuft es eben weg. Und wenn du nicht lernst, fließt das Wasser von alleine raus. Fließt von alleine raus. Wer zu doof ist, es zu lernen, dem erledigt sich alleine. Da läuft es dann eben einfach raus. Dann habe ich hier mal so kleine Apfelbäumchen gezüchtet, einfach aus einem Pink Lady Kern. Einfach Kerne genommen. Das machen viele andere bestimmt auch. Ja, da habe ich mir jetzt ein paar Bäumchen gemacht hier. Und jetzt pflanzen wir noch neue Sachen in die größeren Töpfe rein. Mal sehen, hier, das hat jetzt die Blätter abgeworfen, aber da kommen überall schon neue Triebe. Das ist nun mal so bei Bäumen, dass die Triebe erstmal, also die Blätter erstmal abfallen. Ab und zu mal. Ab und zu mal im Herbst. Hier habe ich mir dann jetzt so einen mittelgroßen genommen. Von den Sorten, die ich habe, kommt auch erstmal wieder Ton rein. Ist gleichzeitig ja dann auch eine Drainage-Schicht, was man immer braucht. Und dann wird es wieder mit Erde aufgefüllt. Jetzt wird es wieder mit Erde aufgefüllt. Da kann man es auch so in die Seiten so reindrücken, dass in diese Löcher hier auch Erde reinkommt. Aber mal gucken, wie viel. Das ist schon richtig. Was das jetzt für Pflanzen sind, weiß ich gar nicht mehr, weil wir die Verpackung davon weggemacht haben. Aber wenn die nachher blühen, sieht dann man das ja. Wieder. Dann weiß man das wieder. Dann kann man das dran schreiben oder auch nicht. Muss man ja nicht. Das sind hier alle Hortensien und solche Sachen, die ich mir noch gekauft hatte. Da weiß ich aber noch nicht, wo die hin sollen. Und jetzt passt es gut, dass ich diese Töpfe habe. Sie weiß es nicht, ich ja. Verrätst du mir bloß mal nicht. Nee, ich will die jetzt erstmal in Töpfe haben, Töpfe reinmachen. Dann kann man die noch ein bisschen wachsen lassen und dann nachher eben an Ort und Stelle bringen, wo sie hin sollen. Ach, und eins ist eben noch, weil die Wurzeln jetzt angeregt werden zu wachsen. Die wachsen, wie gesagt, ich verlinke euch von der Firma das Video, dass man mal reingucken kann in den Topf. Kann ich jetzt hier euch nicht zeigen. Aber die Wurzeln wachsen jetzt immer bis hier vorne hin praktisch. Dann sterben die ab, wenn die ans Licht kommen, hören die einfach auf zu wachsen. Warum auch immer, keine Ahnung, die hören dann auf. Und dann ist dieser Strang, der sich jetzt als Wurzel gebildet hat, da bilden sich dann weitere Triebe. Also wurzelt diese Pflanze richtig super. Und wenn man die dann nachher in die Erde pflanzt, hat man so einen tollen Wurzelballen, dass da bis zu 100% Anwachsgarantie gegeben ja, wird. Weil das alles ein Ballenwurzel nachher wird. Ja, also. Und wie gesagt, wenn man das jetzt umtopfen will nachher oder... Also richtig einpflanzen will, machst du die Schraube auf, klappst es wieder auf und hast... Aber du kannst es auch hier drinnen lassen, solange wie du willst. Du kannst es hier auch drinnen lassen, du kannst ja immer größere Töpfe nehmen. Genau. Und immer wieder irgendwo hinstellen. Genau. Im Topf. Also das geht. Als Dünger haben wir für unsere Pflanzen jetzt seit 2-3 Jahren, wir jetzt Hornspäne uns besorgt. Die wir immer als natürlichen Dünger damit überall reinarbeiten. Nee, lass das drauf liegen, das verwittert und dann... sickert die Nahrung zu den Wurzeln. Ich arbeite das immer ein. Ja. Sagt uns mal, was besser ist, einarbeiten oder nicht. Verwittern lassen, einarbeiten. Ich mache das immer so ein bisschen rein. Jawohl. Und dann haben wir unsere Nahrung da gleich mit drin, also unseren Dünger gleich mit drin. Der ist ja fast das ganze Jahr über, denn, also wie der sich auflöst hier. Immer so viel, wie die Pflanze braucht. Gibt der immer schön Nahrung ab. So, und jetzt müssen wir nur noch angießen. Wie gesagt, erstmal vorsichtig, dass das ein bisschen einsickern kann, das Wasser. Genau, für die kleinen Pötter eine ganz kleine Kanne. Und wenn die Erde sich ein bisschen vollgesaugt hat, dann kann man da nachher ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Aber alles, was zu viel ist, läuft dann eh raus. So, und dann haben wir unsere Sachen eingepflanzt, die wir heute einpflanzen wollten.
und sind glücklich. Ja. Das sind jetzt keine Töpfe, die man sich drin hinstellt, oder ihr macht euch unten drunter noch so eine Schale, dann läuft das Wasser ja hier raus in die Schale nachher rein. Aber für draußen finde ich die ganz cool. Drin sehen die auch toll aus. Ihr habt schon Videos gesehen, die haben viele auch drin stehen. Aber wir nehmen die eben als Anzuchttöpfe. Und ich glaube, wir zeigen euch später mal irgendwann nochmal ein Video, wie die dann gewachsen sind. Die wachsen auch viel besser. Ich habe so Vergleiche gesehen, wenn man einen normalen Topf nimmt und diese Töpfe, die wachsen fast doppelt so viel wie in normalen Töpfen. Also so ein Untersetzer drunter und dann geht das alles. Ich kann ja mal zeigen, wenn das jetzt rüber läuft, dann läuft das eben da rein. Wenn man zu viel gießt. Ja, wenn man jetzt zu viel gießt, dann kommt das da raus aus den Löchern und dann läuft es halt nach unten. Man hat jetzt nicht mehr zu viel gegossen, getrocknet. Ja, schneller. Das soll ja eigentlich nicht so schnell austrocknen. Kann das auch nicht durch diese... Ja, also probiert's aus, macht euch schlau, guckt da mal rein. Ich verlinke euch die Seite, wo man die bekommen kann. Ich fand's cool, mal eine neue Art und vor allem recycelte Sachen, dass man dieses alte Plastikzeugs irgendwie wieder los wird. Man macht die ganze Welt zu und so kann man tolle Sachen daraus machen. Also in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein.